Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. So, ihr fragt euch bestimmt, warum ich in der Karte starte und nicht normal in einer Mission oder sonst was. Ich wollte euch einfach mal wissen lassen, wie groß die Karte ist und dementsprechend der Aufwand, den ich betreiben muss, um 100% zu erreichen. Es wird mich bei Laune halten, weil das ist jetzt momentan die Größe der Karte. Und soweit ich mich entsinne, ist das noch nicht mal die komplette Karte. Also es kann noch größer werden. Von daher, das ist jetzt das Stück, was ich bis jetzt sehe, quasi könnte man sagen. Und das ist alles, was wir noch sehen werden. Ne? Also sehr interessant mit anderen Worten. Und ich habe natürlich schon mal geguckt, es gibt es auch hier wieder in Assassin's Creed Black Flag, das habe ich bei einem anderen Spieler gemacht, Easter Eggs. Hier gibt es auch welche, die sind aber nicht mit Missionen verknüpft. Von daher, muss ich mal gucken. Was auf jeden Fall feststeht, wir haben hier irgendetwas. Also ein Symbol. Und dem würde ich gerne nachgehen. Informationen beschaffen. Ja, machen wir das doch mal. Por ahí corre el rumor. Okay. Try Tortuga. Einfach, okay. Jetzt haben wir quasi eine Info eingeholt, wo quasi was zu holen wäre als nächstes. Auch interessant. Werde ich jetzt aber leider nicht nutzen können. Okay. Was wir auf jeden Fall heute machen werden, ist Aussichtspunkte. Und natürlich, wie sollte es nicht anders sein? Und wie sollte es nicht anders sein, wollte ich sagen, Kleinigkeiten, die wir so nebenbei sammeln können. So wie hier unter anderem auch schon verfügbar. Wieder solche Flugblätter könnte ich es schon fast nennen. Die sich über die Dächer bewegen. Shanties. 1 von 7. Und das nur in Havanna bezogen, ne? Bull in der Ali. Bully in der Ali. Alley. Oder so ähnlich. Tut mir leid. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Hey, du, Alto! Ja, ich weiß, ich renne gerade mehr ins Landesinnere. Aber ich wurde ja halt auch eben ein klein wenig entdeckt. So. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Wir machen halt Aussichtspunkte heute ein bisschen. Wir machen ein bisschen Kisten sammeln, ein bisschen Shanties sammeln und so weiter, damit das Spiel auch ein bisschen Abwechslung kriegt und ich auch so viel wie möglich schon vorher abgehakt habe, bevor die eigentliche Story zu Ende ist. Ich glaube, bei Assassin's Creed, lasst mich kurz überlegen, Assassin's Creed Liberty, das Dreier-DLC, könnte man auch sagen, wie es ja vorher war, es war tatsächlich ein DLC für Assassin's Creed 3, dann wurde es halt zum eigenen Spiel gemacht, USW hin und her, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall steht fest, ja, da habe ich ja dann auch relativ viel am Ende machen müssen nochmal. Einfach weil, naja, mein Gehirn nicht so mitgespielt hat. Aber wenn es darum ging, ja, Sachen zu merken. Oder anders gesagt, festzustellen.
Auch hier möchte ich direkt darauf hinweisen, wenn ich Ruckler oder sonst was habe, die das Spiel irgendwie beeinflussen, werde ich natürlich die rausschneiden. Also solche massiven Hänger. Ne? So wie eben, wo ich dann nochmal meinen Satz wiederholt habe. Da war ein kurzer Hänger von ein paar Sekunden, aber. Oder von 2 Minuten, wenn es hochkommt. Aber das habe ich halt dann rausgeschnitten lieber, als dass ich dann euch damit wirklich dann wieder nerve. Heißt, meine Let's Plays werden ab sofort wieder ein bisschen flüssiger für euch. Für mich sind sie trotzdem ein Lagfest, weil ich halt das für euch logischerweise nur rausschneide und ich das selber nicht real-time kann. Also, naja. Auf jeden Fall nächster Aussichtspunkt. Da wir noch ein paar mehr kriegen, ist es nicht so kritisch, dass da unten der Speicherdreieck, das Speicherdreieck herumdreht sich. Aber schön, dass wir von hier oben eine Aussicht kriegen. Da drüben ist ein Shanty. Da ist noch eine Animus-Ding-Geschichte. Da ist noch ein Zettel. Da ist noch ein Shanty. Da ist nochmal ein Animus. Gedöns da drüben ist aber was Interessantes. Ja, es ist relativ viel, was wir hier machen können. Da drüben ist auch noch ein Symbol, was ich noch nicht zuordnen kann. Aber so weitgehend sehe ich mir auch nicht. Okay, sowas zu schneiden wird wahrscheinlich richtig ekelhaft dann. Weil es wahrscheinlich nur Bruchteil von Sekunden sind, die ich dann rausschneide. Huch! Okay, wie gesagt, das ist halt echt nervig mit den Ruckeln, aber ich muss mich halt damit abfinden momentan. Man könnte schon fast sagen, leider. Also hier ist was ganz Besonderes. Jetzt habe ich natürlich keine Schusswaffe gerade parat. Aber da drüben ist eine Alarmglocke. Die müsste ich manipulieren, weil dann kann keiner Alarm schlagen und es würde nicht noch mehr Verstärkung näher sich nähern. Allerdings will ich nur die Kiste gerade. Von daher einmal schnell rüber. Und dann schnell wieder sich verschanzen. Also erstmal verschanzen, damit der da mal Ruhe gibt. Komm, dreh dich um. Und du musst auch weggehen, bitte. Aber wie gesagt, Parts werden auch etwas länger sein, eventuell. Weil wegen halt solcher Sachen mit dem Rausschneiden, dass ich dann halt trotzdem noch auf eine vernünftige Partlänge komme. Und daher das Spiel hier größer ist als alle zuvorigen Assassin's Creed Spiele, die ich bis dato gespielt habe, mache ich es natürlich nochmal ganz besonders. Wir haben allgemein 10 bis 15 Minuten mehr
im Part eventuell. Das spricht dafür, dass dann die Parts 30 bis durchschnittlich 35 Minuten sein können. Anheuern? Boah, nicht unbedingt jetzt, ne? Also das ist jetzt nicht vonnöten. Aber wir können ja mal hier kaufen. So, Munition brauche ich gerade nicht. Kunstgegenstände. Diese Kunstgegenstände wären eine tolle Dekoration, ja. Jagdbeute verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja noch die Knochen. Und wir haben noch die Schwildschweinhaut. Bringt uns zwar nicht viel, aber es bringt uns immerhin etwas. So. Part kann. Nein, muss nach der Anzahl und Qualität der Pistolen beurteilt werden, die er bei sich trägt. Ach, deswegen haben so viele Piraten immer so. Gracias. Ja, quasi eine Art Pistolengurt am Bauch hängen, wo dann mehrere Pistolen dran hängen. Interessant. Hier. So. Estos perros extranjeros no aguantarían en mi mesa. ¿Pero qué? Das nächste ist da oben irgendwo. Doch nicht auf dem Baum, oder? Er ist auf dem Baum. Oh. So, sehr schön. Dann begeben wir uns mal langsam zum nächsten Aussichtspunkt, der da drüben ist. Ja, ich weiß, das war jetzt gerade deppert. Und dann mal gucken, was wir von da abblicken. Auf jeden Fall deckt sich die Karte sehr weitläufig auf. Achso, und wegen dem Thema Easter Eggs, wie gesagt, bei Videospielen, ich werde versuchen, so gut wie möglich hier welche zu finden. Wie gesagt, die sind nicht mit Missionen verknüpft, von daher wird es schwierig. Notfalls muss ich es nach Längen und Breiten gerade raussuchen dann und mir dementsprechend markieren. Ich bräuchte mal eine Bremse für einen normalen Rollstuhl, also so einen Bürostuhl, meine ich. Okay, wir haben hier auch wieder sehr viel in der näheren Umgebung. Ich sehe da schon eins, was ich gerne schon holen würde. Und zwar da hinten war der Shanty, egal. So, was sagt denn die Karte gerade? Was sagt denn die Karte gerade? Ja, alles klar, läuft bei mir. Wie kann ich denn die Karte bewegen? Ah, ich darf bloß nicht auf eins der Symbole gerade sein. Okay, ihr seht, wir haben jetzt so wenig aufgedeckt bis dato. Hier ist nicht mehr viel. Ja, dann würde ich sagen, Markierung darauf und ab zum Shanty. Also falls ich hochziehe, es tut mir leid. Aber leider ist es mal wieder ein kleiner Schnuppen, den ich habe. Und geschafft. Das ging recht schnell. Guck direkt mal, wo das nächste ist, was ich mir markieren könnte. Das wäre, glaube ich, das hier. Ab dafür. Wie gesagt, das ist heute nicht gerade der besonders spannendste Part, aber es beschäftigt sich wenigstens damit, Sachen zu machen.
Treib doch gleich Unzucht mit dem Teufel! So, erstmal ihn retten. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Da brauchst du noch nicht klettern. So. Oh, und ich habe ein ganz richtig ekelhaftes Problem. Mein PC macht momentan immer dieses eine Geräusch, was mich so richtig abnervt. Und zwar immer dieses Klick. 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 Als wäre irgendwie die Festplatte hinüber. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht bestätigen. Ich kann es auch nicht verneinen, weil ich es halt nicht weiß, ne? Und das ist so richtig ekelhaft, wenn man dann alle paar Sekunden mal so ein kurzes Klicken hört und man am liebsten den PC einfach nur ausschalten möchte, statt weiterzumachen. Entschuldigung, aber das ging nicht. Das. So, jetzt erstmal die Kiste öffnen. Achso, das waren Geheimnisse. Alles klar. Prima. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf die Karte. Ich weiß, dass sich da was geöffnet hat. Das verzeiht ihr mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Da war ich halt zu schnell mit dem Karte öffnen, weil ich halt auch nicht so schnell gesehen habe, dass sich da was öffnet. So. Ach Gott. Geschafft. So. Was sagt denn jetzt die Karte aus? Da drüben ist ein Fragmentstück. Hol ich mir das doch mal. Huch. Ah, schade. Ja, dieses Tab gedrückt halten ist halt immer so. Wenn man drauf reagiert, ist es entweder zu spät oder man realisiert es einfach nicht in dem richtigen Augenblick. Es ist halt beides ein bisschen unpraktisch, ich weiß. So. Okay. So, da ist noch ein Fragmentstück. Und das nächste ist praktischerweise quasi um die Ecke. Das können wir gleich mitholen. Und zwar da oben. Da. Das heißt, ich muss einmal kurz dahin. Zum Baum. Und hoffen, dass ich. Ah ja, okay. Ich komme da dran. Sehr schön. Richtig schön. Moment, ich kann es glaube ich doch hier nachgucken. Edward Upgrades? Was? Ach so, ja gut, das ist natürlich was anderes. Forschungsanzeigen. Herstellung, Inventar. Datenbank. Animus Datenbank. Schiffe, Dokumente. Manuskripte. Ah, ich glaube, das war das, was ich so schnell weggeklickt habe. Genau, solche
solche kleinen Briefchen aus vergangenen Zeiten, könnte man auch sagen, keine Ahnung. Könnt ihr euch ja mal selber durchlesen. Ich lese halt mal eben mir für mich selbst. Und ich glaube, wir sind auch schon wieder am Part-Ende, ne? Nee, doch, noch nicht. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder massiv ruckeln, weil ich rausgetappt habe, aber hey, das soll nicht euer WWchen sein. Wir haben noch knapp 10 Minuten, nämlich. Aber ich hab's gut im Gefühl mittlerweile. So, Briefe ist nichts. Shanties. Old Billy Rayleigh was a Dancing Master. Old Billy Rayleigh, oh, Old Billy Rayleigh. Oh, Billy Rayleigh, Master of Atroger. Troger. Old Billy Rayleigh. Nee, ich wollte da. Achso, muss ich hier rein. Okay. Master of Atroger, Bound of Antigo. Old Billy Rayleigh. Oh, Old Billy Rayleigh. Hm. Young Daughter. Has a nice young daughter. Oh, Miss Riley, Little Miss Riley. Old Billy Riley. Oh, Old Billy Riley. Ja. Okay, also. Zum größten Teil auf Englisch, logischerweise. Hier fehlt ein Stück Text tatsächlich, aus irgendwelchen Gründen. Ah, hier auf ach so. Okay. Der alte Billy Riley war ein Meistertänzer. Alter Billy Riley, oh, alter Billy Riley. Der alte Billy Riley war ein Meister. Der Trotter? Oder so? Keine Ahnung. Alter Billy Riley, oh, alter Billy Riley. Nach Antigua. Okay, ja. Schön. Bully in the Alley. So, dann gehe ich dann auch direkt auf das Deutsche ein. Hilf mir, Bob, bin trunken in der Gasse. Hey, hey, trunken in der Gasse. Nee, da gehe ich doch lieber aufs Englische. Hört irgendwie besser an. Help me, Bob, I'm Bully in the Alley. Hey, Bully in the Alley. Help me, Bob, I'm Bully in the Alley. Bully down in Scheinbaun L. Cell. Okay, nee, vergesst es. Ich kann das nicht mehr. Ich hab das mal gekonnt sogar tatsächlich so ein bisschen, aber ich kann es nicht mehr. A poor old man came riding by and we say so and we now so. Oh, a poor old man came riding by a poor man. Okay. Jetzt nochmal ins Deutsche rein. Ich weiß, euch nervt das wahrscheinlich, aber ich will da auch ein bisschen reingucken. Ein armer alter Mann, der ritt vorbei und wir sagen's so und wir wissen's so. Ein armer alter Mann, der ritt vorbei, armer alter Mann, ich sag, alter Mann, dein Pferd stirbt bald. Und wir sagen's so und wir wissen's so. Und wenn es stirbt, gerben wir die Haut, armer alter Mann. Und stirbt es nicht, reite ich nochmal. Wir sagen es so und wir wissen es so. Ja, okay, das ist. Es ist sehr schön, solche kleinen Shanties. Wahrscheinlich werden die dann einfach nachher gesungen von der Mannschaft, die man dann hat. Dementsprechend. Aber, naja. Was soll ich sagen? Wir müssen noch ein bisschen spielen, um das wahrscheinlich zu hören. Schauplätze. Havanna haben wir bis jetzt nur, okay. Wahrzeichen Havanna. Okay. Schiffe. Okay, die Ranger. Revenger. Na gut, egal. Passt schon. Ich würde sagen, das Einzige, was ich wirklich mal eben noch schnell mache, ist hier drüben. Hallo. Danke. Die Kiste da holen. Und eventuell das Stück Fragment, was da noch herumschwirrt. Und dann. Hat das auch schon, würde ich sagen. Hallo, geht der Trick nicht mehr? Ah doch, geht noch. Es war nur ein kleiner Trick, aber man kann sich halt so von der Wand abstoßen.
dass man dann ein Stück an Höhe nochmal zusätzlich gewinnt. Auch wenn man eigentlich gar keine Höhe hat in dem Augenblick. Es war ein bisschen geschummelt, wenn es um Klettern geht, aber macht ja nichts. Blanco claro. Ahí, seguidlo. En San Luis Potosí. Viendo los carros de plata que iban hacia la ciudad. ¿Busco alboroto? So, das war ja doch mal optimal. Dann würde ich sagen, obwohl, komm, den Shandy, den kann ich mir auch noch krallen, wenn der auch schon noch hier auf der Ecke ist, mit vom Abstand her. Und da fliegt er auch schon los. Hey, du, da, da. ¿Puedo disparar? No te escaparás tan fácilmente, maldito. Pronto estarás criando malvas. ¡Rápido, que no se escabulla! Und den gucken wir uns natürlich auch gleich noch an, den Shanty. Sehr schön, da habe ich es geschafft gerade. Guck ich direkt wieder aufs Deutsche, tut mir leid. Farrell und Adieu, ihr spanischen Mädchen. Farrell und Adieu, Mädchen aus Spanien. Okay, einfach nur irgendwie den Satz ein bisschen gedreht. Befehle zwingen uns zurück zu segeln nach England. Vielleicht sehen wir euch schöne Mädchen nie mehr. Auf Hängen, wir toben, wir brüllen wie nur britische Fahrer. Wir toben, wir brüllen auf dem Weg übers Meer. Bis wir eintreffen im Kanal von Old England, von Ushanto bis Cilia sind 35 Meilen und nicht mehr. Schön. Wir hiefen das Schiff in den Wind von Südwest, wir hiefen das Schiff in die Tiefen des Meers. Waren 45 Fahrten über weißen Grund, als rafften wir das Segel und steuerten in den Kanal. Ja, und dann Refrain halt. Lass jeden Mann seinen Becher gleich leeren. Lass jeden Mann nun leeren sein Glas. Wir trinken, wir lachen und ersaufen den Kummer. Und ein Prost auf jedes Herzens gute Mädchen. Refrain ist ja halt wieder diese Übersetzung der Inhalt. Reim, Schema und Metrum wurden hintereinander gestellt. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant. Muss man mal einfach so festhalten. Na gut. Wahrscheinlich auf Englisch viel schöner. Vielleicht finden wir das aber heraus, sobald wir dann auch zu See fahren. Also hier im Spiel, ne? Krallen hier noch die Kiste da drüben? Ja, der wird gleich die Suche einfach aufgeben, weil er mich nicht findet. Okay. Da sage ich nicht nein, ne? Also. Versteht mich, es ist. Er ist da runtergefallen, also. Na, passt schon. Ich kann nicht aufhören, Leute. Tut mir leid. Es macht einfach. Das Spiel macht einfach so Mods Spaß. Es ist halt wie bei jedem anderen Assassin's Creed Spiel. Es macht zu viel Laune. Un momento. Para tu ataúde. Maldigo el día en que alguien inventó esa receta. Aquí podría estar. Oh Dios, quiero volver a casa. Por favor. Dios, por favor, por favor. Klar, die haben gar nichts mitgekriegt. Läuft bei denen. Na gut, egal, passt schon. Dann würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle heute doch nochmal Schluss
bevor ich euch noch mehr langweile. Und dann im nächsten Part hole ich mir noch den Einsteller, der da drüben ist. Und dann machen wir mal weiter mit der eigentlichen Story. Von daher, jeden Part würde ich sagen, mache ich so ein paar Sachen sammeln. Und dann kümmere ich mich im nächsten Part darauf dann immer. Oder wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Zwei Parts sind immer pure Sammel- und Erklimmungsparts, also das heißt irgendwo hochklettern oder sonst was. Und die restlichen Parts davon, die halt keine Sammelei beinhalten, sind dann pures Story-Feeling für euch. Machen wir das so? Es können auch mal drei Parts sein, wo ich dann sammle, ne? Also auf jeden Fall immer so im Wechsel. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal direkt hier an der Stelle wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.